Ja, grundsätzlich sagte ich ja schon am Samstag nach dem Spiel in Dortmund, dass es, gerade wenn du empfindliche Niederlagen erlebst, gut ist, dass du 3 Tage später schon wieder spielen kannst, dass du versuchen wirst, alles probieren wirst, um das wieder wettzumachen. In Dortmund ist es eben allgemein so, das ist auch ähnlich bei Bayern München, wenn du mal in so einen Negativstrudel reingerätst, dann ist das nicht ungewöhnlich, dass du auch mal ein klein bisschen oder etwas mehr abgeschossen wirst. Ist natürlich ärgerlich dann beim Stand von 0-3, dass du dann mit 10 Mann weiterspielst. Und die Dortmunder haben weiter nach vorne gespielt, haben weiter auf die nächsten Tore gespielt, die dann zum Ende des Spiels auch dann gefallen sind. Wir haben das Spiel besprochen, es waren Dinge, die mir da überhaupt nicht gefallen haben, die wir auch schon gegen Frankfurt sehr viel besser gelöst haben. Aber wie gesagt, das müssen wir ganz schnell abhaken und das Spiel gegen Hoffenheim nehmen. Hoffenheim hat genauso wie wir 3 Punkte momentan. Ich denke, mit diesen 3 Punkten rein von der Punktanzahl können wir absolut zufrieden sein. Damit sind wir durchaus im Soll. Von der Spielerei ist sicherlich noch ein absoluter Steigerungsgrad nötig. Hoffenheim eine Mannschaft, die ja sehr spielstark ist, die sehr schnell umschaltet, sich immer Chancen erarbeitet hat. Gegen Wolfsburg, auch gegen Red Bull, auch in Mainz. Aber wo es auch Ansatzpunkte gibt, wo man sie dann versuchen kann zu knacken. Das werden wir versuchen natürlich. In welcher Aufstellung wir das können, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, weil wir neben Peter Niemeyer, der gesperrt ist, dann auch weitere sehr, sehr große Fragezeichen haben. Gut, Rosenthal ist noch nicht das Thema. Dann haben wir Sulu, der ja abgebrochen hat am Samstag, sodass ich nicht glaube, dass das ein Thema werden wird. Wir haben Shiplock, der nach dem Foul sich was gezerrt hat. Benatira, der Probleme hat. Und auch, wen habe ich vergessen? Gondorf? Die Gondorf. Ja, das sind die Leute. Aber ich habe auch gesagt, wir werden nur in das Spiel gehen mit Leuten, die auch fit sind, die da morgen dann auch dem Publikum zumindest 1 bieten werden. Und man muss sich wirklich für die tolle Unterstützung der Mannschaft auch in Dortmund bedanken, wie diese Jungs und Mädels dann hinter der Mannschaft trotz einer empfindlichen Niederlage gestanden haben. Und ja, das soll es gewesen sein.